Arbeitsplatz liegt bereit. Ich male heute auf einen Hahnemühle-Block, also schwarz, mit meinem Gouache-Kasten, der zusammen in der Kooperation mit den Gustavsons entstanden ist, und Schminke. Und wir malen zusammen ein Motiv aus meinem Buch der wundervollen Waldmotive. Und man sieht schon beim ganz schnellen Durchblättern, es sind verschiedenste Motive aus der Kategorie Pflanzen, Schönes aus dem Wald und Tiere. Alles wird erklärt mit Bleistift, mit Alkoholmarkern, mit Feinliner kann gemalt werden. Und wir nehmen eins, was gleich hier ist, und werden heute diesen schönen Vogel, Rotkehlchen, auf schwarzem Papier malen. Das bedeutet, hier ist er in Aquarell gemalt und ich male ihn heute mit dir in Gouache. Und los geht's! Aus meinem Gouache-Kasten verwende ich für dieses Projekt das Weiß, gebrannt Umbra, Cadmiumgelb und Scharlachrot. Und was wir brauchen für eine Skizze ist natürlich, da wir heute auf Schwarz malen, einen hellen Stift. Dafür habe ich einen Lyra-Stift in hellem Grau. Und dann beginnen wir auch schon mit der Skizze. Achte bei deiner Skizze darauf, dass du schon vorher planst, wo dein Vögelchen ungefähr im Motiv steht. Bei dem Vögelchen beginnt man mit dem Kopf. Der Kopf ist ein einfacher Kreis. Du musst den Kreis nicht in einem Mal ziehen. Du kannst den Kreis auch durch mehrere kleine Striche machen. Und wir brauchen einen zweiten Kreis, ein Oval für den Körper. Wenn wir das haben, können wir die Kreise miteinander verbinden und daraus entsteht dann unser Vögelchen. Das Vögelchen hat die Blickrichtung nach hier drüben. Hier wird auch der Schnabel sein. Das ist eigentlich ein Dreieck. Das Auge sitzt auch mittig in deinem Motiv. Dann brauchen wir noch den einen Flügel, der hier so leicht hinten sitzt. Von dem sieht man nicht viel, da der Vogel natürlich perspektivisch gedreht ist. Nach unten ist das Bäuchlein. Der zweite Flügel, den man natürlich so ansatzweise sieht, der Körper nach unten, das eine Beinchen steht eher in die Richtung und das zweite ist so leicht ausgestreckt und die Krallen sind auf dem Ast. Was jetzt noch fehlt, sind die Schwanzfedern und auch die deuten wir mit einfachen Strichen an. Unten noch, wo der Ast ist und im Endeffekt ist das schon unsere Skizze. Wenn du jetzt möchtest, kannst du dir jetzt schon einteilen in deiner Skizze, welche Farben wo sind. Das Braun geht über das Auge und bildet hier dann noch die Form nach unten. Somit haben wir schon mal festgelegt, hier möchte ich es bitte braun haben. Das rote Bäuchlein, was eben typisch fürs Rotkehlchen ist, geht bis hier rüber und der Rest wird weiß sein. Schon steht die Skizze und wir können uns Farben, Pinsel und Wasser zur Hand nehmen. Ich habe mir für heute zwei Pinsel bereitgelegt, dadurch, dass das Motiv ein bisschen größer ist. Der Block ist DIN A5, habe ich mir einmal den 4er Synthetik-Flachpinsel zur Hand genommen für die größeren Flächen und für all meine Details habe ich einen 0er Pinsel. Ich beginne jetzt auf meine Palette, mir ein bisschen Braun anzumischen. Ich möchte gerne mit Braun starten. Ihr könnt alle Farben, die ihr von Gouache habt, auch wieder aktivieren, neu verwenden, einfach mit Wasser wieder anmischen, anfeuchten und noch ein bisschen Weiß, denn sonst wäre das Dunkelbraun zu dunkel. Am Anfang zum Anmischen, bis Pinsel in Wasser tauchen und dann mische ich mir aus dem Braun und dem Weiß ein helleres Braun zusammen. Und schon kann es losgehen. Entscheide dich, wenn du malst, wo dein Schatten sein soll. Was ist die tiefste Stelle in deinem Motiv? Und beginne dort zu malen. Ich fülle jetzt einmal flächig wirklich alle Stellen, die braun sind. Und werde Licht und Schatten dann Schicht für Schicht oben drüber setzen. Bei Gouache ist es wichtig, die richtige Konsistenz zu haben. Das ist nicht ganz einfach und da gehört auch ein bisschen Übung mit dazu. Das passiert nicht von Anfang an. Da musst du dich ein bisschen ausprobieren. Ich finde es immer wichtig, dass du deine Farbe wirklich gut anmischst. Die darf nicht zu flüssig sein. Wir malen nicht Aquarell. Gouache trägt gut auf, wenn sie schön zäh ist, aber trotzdem
gut fließt. Dafür sage ich immer gern, mach es wie Buttercreme. Es darf so richtig kleine Bläschen werfen, es darf noch die Pinselstriche in der Farbe deutlich werden. Und dann kannst du auch anfangen, wirklich einmal alle Flächen, die braun sein sollen, gut zu füllen. Am Anfang werden kleine Striche sein, das trocknet dir aber alles dann noch später gleichmäßig auf. Hier hinten das Flügelchen hat natürlich auch noch braun. Wenn dir zwischenzeitlich das Wasser zu wenig wird, wie so bei mir, dann sieht man das hier, dann ist es zu wenig Wasser. Dann kannst du einfach nochmal reindippen in dein Wasser, in dein Farbgläschen und dein Wassergläschen, dass deine Farbe wieder schön satt deckend aufgetragen werden kann. Wenn du die Vorlage noch im Kopf hast, wirst du schnell erkennen, da fehlt aber jetzt Weiß. Das Schöne an Gouache ist, wir können das Weiß auch einfach später wieder auftragen, da die Farben sehr deckend sind. So, was wir jetzt noch brauchen, ist einmal die Federn, die Schwanzfedern. Die liegen unterhalb. Wir machen jetzt aber alles mal im selben Braunton. Zap. Und ihr seht jetzt schon, ich arbeite über meine Skizze hinaus, beziehungsweise variiere es. Die Skizze ist immer nur eine Hilfslinie, die euch beim Malen das Denken erleichtern soll, dass ihr euch wirklich nur auf Farbverläufe, auf Farben konzentrieren könnt. Verkünstelt euch nicht und lasst euch nicht geiseln von einer Skizze. Das können wir zum Schluss alles wieder wegradieren. So, Flächen sind alle einmal gefüllt in einem Braunton. Und jetzt beginne ich mich schon den Schatten zu widmen. Schatten und Lichter, Highlights, Reflexionen, wie man sie auch immer nennen möchte, machen ein Motiv lebendig und machen es dreidimensional. Und jetzt kommt schon der Schatten. Der Flügel hier hinten kommt natürlich hervor, dadurch kommt kein Licht hin. Und deshalb entsteht hier unten ein dunklerer Schatten. Genauso wie hier im Köpfchen, am Hals, der hat auch eine Wölbung drin. So. Wir verblenden das jetzt am Anfang noch nicht. Wir tragen jetzt einfach erstmal Schatten auf. Und an den Stellen, wo deine Farbe von vorher noch ein bisschen nass ist, vermischen sich die Farben schon mal automatisch. Ansonsten nochmal trocknen lassen, wenn es dir zu viel ist oder zu schnell geht. Du hast alle Zeit der Welt. Und sobald sie getrocknet sind, ist es auch leichter, die Farben übereinander aufzutragen. Gouache ist ein wasserlösliches Material, Medium. Das bedeutet, du kannst deine Farben immer wieder lösen. Und das passiert auch, wenn du wieder drüber malst. Wenn du zu oft mit deinem Pinsel über verschiedene Elemente nochmal drüber malst, löst du es im Hintergrund. Somit mischen sich automatisch die Farben wieder. Der Flügel ist im Hintergrund, deswegen brauchen wir hier ein bisschen Schatten. Hier noch ein wenig. Die Flügelchen, die Schwanzfedern sind natürlich im Hintergrund, deswegen sollten die hier wirklich dunkel sein. Ein Verlauf nach unten entstehen, genauso wie hier. Wenn du möchtest, dass sich deine Federn voneinander trennen, lass ab und zu mal so ein bisschen Abstand dahinter. Das können wir aber später auch alles nochmal mit Weiß hervorheben, drüber malen und dadurch für Unterscheidungen sorgen. Jetzt haben wir überall so ein bisschen die Schatten angedeutet und möchten das auch verblenden, dass wir schöne Übergänge haben, dass wir nicht überall diese Pinselstriche drin haben. Dafür ist es wichtig, wirklich Pinsel abstreifen, der darf nur leicht feucht sein und dann über die Stellen wirklich nur leicht nochmal drüber gehen. Und schon seht ihr, die Farben mischen sich miteinander und die einzelnen Pinselstriche sind weg. Achtet darauf, wenn ihr jetzt wieder weitermalt, dass auch dann ihr den Pinsel wieder abwascht, weil ihr natürlich die Pigmente am Pinsel habt. Und da ist es wichtig, dass ihr sagt, nein, erstmal waschen, reinigen und dann weitermalen, neu verblenden. Das Flügelchen hebt sich jetzt ein bisschen hier hervor, da ist noch ein kleiner Fehler von mir drin. Das entsteht alles beim Malen. Es entsteht immer nicht alles von allein. Ihr müsst es dann fühlen, die Form ein bisschen fühlen, immer wieder anschauen, gefällt mir das so? Möchte ich das wirklich so haben? Da locker und entspannt ein paar Federn reinmachen, ein paar Schatten reinmachen.
kannst auch dann gleichzeitig nochmal mit einem helleren Ton reingehen und es direkt feucht in feucht miteinander verblenden. Und so entsteht ein samtiger Flügel. Für mehr Kontraste und Details sorgen wir dann im Nachhinein. Jetzt erstmal wirklich das, was jetzt noch fehlt. Mit dem hellen Braun können wir direkt auch das Schnäbelchen malen. Dafür gehe ich ein bisschen mehr ins Weiß auch mit rein. Und male quasi das Schnäbelchen. Oh, der obere Teil des Schnabels ist eher heller, eher weiß. Da strahlt das Licht drauf, reflektiert und wirkt dann heller, obwohl es wahrscheinlich dieselbe Farbe ist wie unten. Aber durch eben Licht und Schatten und die Dreidimensionalität des Schnabels müssen wir hier die untere Hälfte deutlich dunkler malen. Ihr könnt dann auch hier schon mal den Untergrund stehen lassen. Wenn man auf schwarz malt, kann man solche Sachen dann auch einfach mal stehen lassen. Muss nicht immer schwarz reingeben, sondern mit dem Papier und dem Untergrund arbeiten. Wo noch ein bisschen weiß sein darf, ist einmal bei mir auch um das Auge. So ein bisschen umrahmt. Man erkennt, ich habe ein bisschen viel Wasser verwendet, lasse das jetzt trocknen und arbeite das dann später nochmal aus. Geht aber mit diesem feuchten Pinsel gleich nochmal über Stellen meines Vogels, der ein paar Highlights haben darf. Auch hier passiert ja was, der ist nicht viereckig, der soll eine Rundung haben, der Vogel, eine Dreidimensionalität, und da müssen wir einfach nochmal dran arbeiten, dass da Highlights drin sind. So, während das jetzt hier alles trocknet, mische ich mir parallel dazu ein bisschen Rot. Kleiner Tupfen, knetet die Farbe immer vorher gern, damit sie wirklich schön zäh aus der Tube flutscht. Tube wieder gut verschließen. Und ich hätte gern noch ein bisschen Gelb mit dabei, weil er ja nicht wirklich knallrot ist, sondern so ein Rotkehlchen geht ja auch teilweise in Orangetöne. Da haben wir mehrere Töne, Farbtöne mit drin. Und so können wir mit Gelb und Rot für Dreidimensionalität sorgen. Ich wasche meinen Pinsel wieder gut aus, gern auch mal auf einem Taschentuch abtropfen lassen. Und dann geht's an Rot und Gelb. Mische mir das zusammen schön orange. Ich habe immer so zweierlei Farben nebeneinander, die ich mischen möchte. Und somit kann ich dann später auch wieder sagen, ich möchte mehr Gelb rein haben oder mehr Rot rein haben. Und schon geht's los. Ein bisschen Rot ansetzen. Wenn euch das dann zu dunkel ist, gern einfach dann auch mal ausprobieren. Schauen, wie es auf dem Papier wirkt, und könnt dann nochmal die Farben nachjustieren, nachmischen. Aber ich färbe jetzt einfach mal einmal den kompletten Vogel, ein bisschen mit so, als hätte er da so Federn. Gehe dann schon mal ein bisschen mehr mit Gelb rein und achte beim Malen immer darauf, dass du mit den Pinselstrichen, wenn man sie sieht, in die Richtung malst, wo der Körper sich formt. Zum Hals runter immer der Strichform anpassen. Werden da eh nochmal drüber malen, also da darf man jetzt, man sieht so ein bisschen Gelb drin, ein bisschen Rot drin. Dadurch, dass ich mit dem Pinsel teilweise in Rot und in Gelb getupft habe, ist es dann wirklich so, als wären es lauter kleine einzelne Federchen. Das ist das Schöne beim Vögelmalen. Federn sind gar nicht so schwer. An den Seiten soll es ein bisschen dunkler werden, weil da natürlich wieder weniger Licht hinkommt. Das Highlight unseres Vögelchens ist hier auf der Brust, das ist die höchste Stelle. Also darf es nach links und rechts außen dunkler sein. Genauso wie unter dem Flügel. Auch hier kommt weniger Licht hin. Der Flügel wirft einen Schatten auf die Brust. Deswegen haben wir auch hier wieder einen dunkleren Rotton. Das gleiche gilt auch für unter dem Schnabel. Später können wir noch sagen, wir machen vielleicht noch so ein bisschen Braun auch vom Körper noch mit rein. Somit unterstreichen wir nochmal die Schatten. Nach unten hin wird es auch ein bisschen dunkler, weil sich der Brustkorb quasi nach unten wölbt. Und so tragen wir hier nach und nach mit einzelnen kleinen Strichen
das Rot und das Gefieder der Brust auf. Hier möchte ich es jetzt ein bisschen heller haben, deswegen mische ich noch ein bisschen Gelb mit rein und dann kommt hier so Orange-Gelb quasi mein Vögelchen. Die Brust. Ein bisschen mehr Highlights noch an der Brust hier. Da wird es dann wieder mehr ins Orange gehend, genauso wie hier oben am Kopf. Und so nach und nach deckt es. Ich mag es aber ganz gern, wenn dann auch einfach mal unten das Papier noch so ein bisschen durchscheint. Macht den Vogel lebendiger und gibt ihm mehr Dreidimensionalität. Und somit haben wir jetzt schon mal den ersten Teil unseres Vögelchens. Pinsel gut auswaschen, denn jetzt geht es an den Bauch. Beim Rotkehlchen ist der Bauch unten weiß. Also wirklich schauen, dass euer Pinsel gut sauber ist. Farbe anmischen und auch hier auftragen. Wenn die Farbe euer Gelb-Rot von der Brust noch ein bisschen feucht ist, achtet darauf, dass ihr nicht zu viel rein tupft, weil ihr dann auch wieder die Farbe quasi löst. Wenn du es nicht wirklich möchtest, lass es vorher gut trocknen. Auch hier folge ich wieder der Form des Körpers, damit es dann wieder anatomischer wirkt. Übermal teilweise die roten Stellen nochmal und schiebe meine Pigmente in die Richtung, wo ich mehr Weiß haben möchte. Nach unten hier wird es natürlich, dadurch, dass hier der Flügel wieder drüber hinaus scheint, wirft er wieder einen Schatten. Wir brauchen noch ein bisschen was für die Füße. Dort ist auch immer so ein bisschen Gefieder. Und dann haben wir auch schon mal den Bauch. Pinsel wieder gut auswaschen. Und dann können wir im nächsten Schritt alles mal so lassen. Wir verblenden das dann später nochmal mehr, tragen an manchen Stellen, wenn es getrocknet ist, nochmal mehr Farbe auf. Und mit einem hellen Beige-Braun, also ich bleibe schon in der Farbpalette, viel mehr Farben verwende ich nicht, werden jetzt auch schon mal die Krallen grundiert quasi. Man kann das natürlich super detailliert machen mit einzelnen Krallen oder ihr macht es ein bisschen lockerer. Ich bin heute für ein bisschen lockerer. Der Kopf erkennt es dann automatisch, was wir malen. So, und dann noch das zweite Beinchen. Licht und Schatten kommen dann erst dann später dazu. Jetzt wird erstmal die einzelnen Krallen, das sind immer so Gliedmaßen quasi, die kann man dann auch in einzelnen Strichen malen. Dadurch wirkt es authentischer. Und ihr seht jetzt schon, es ist keine große Details. Ich arbeite mit dem Untergrund, mit dem Farbauftrag und es sieht jetzt schon dreidimensionaler aus. Hier noch ein bisschen Weiß, der leuchtet noch ein bisschen mehr, da kommt ein bisschen Licht drauf. Und somit haben wir auch jetzt schon mal die Beine. Eine Farbe habe ich bei der Vorstellung noch vergessen. Wir brauchen noch ein bisschen Schwarz. Mit dem Schwarz können wir nämlich auch später sagen, wir retuschieren ein bisschen was, überall wo wir gekleckert haben, übermalen da noch ein bisschen was. Aber auch für das Auge und das Abdunkeln für die Schatten verwende ich jetzt ein kleines bisschen Schwarz. Dafür auch wieder Schwarz vorher kneten. Die Tube so ein bisschen, dass die Farbe gut fließt. Pinsel anfeuchten. Die Farbe schön anmischen, dass sie dann cremig malt und mir keine Streifen hinterlassen. Und dann färbe ich einmal mein Auge. Es darf bei meinem Vogel heute ein großes Auge werden. Umso größer die Augen sind, umso mehr erfüllt ist das Kindchenschema, umso süßer findet ihr ihn. Zu dem Auge gehört auch noch am Schnabel so ein kleines Loch, wo er atmet. Und dann gehen wir schon in die ersten Details rein. Der Vogel war vorher schon schön, aber es fehlt uns, dass er ein bisschen realistischer wirkt, fehlen uns einfach noch ein bisschen Schatten. Und da arbeiten wir jetzt noch mit dem Schwarz. Ich mische mir jetzt ein bisschen Schwarz auch in mein Braun, dadurch mache ich es noch dunkler. Achte darauf, wenn du jetzt malst, dass auch wirklich dein Vögelchen getrocknet sind. Wenn du nicht viel Farbe verwendet hast, man braucht bei Gouache nicht allzu viel Wasser, dann trocknet alles ziemlich schnell. Wackel dafür das Bild, schau, ob es noch Reflexionen gibt im Sonnenlicht. Ansonsten ist es gut getrocknet und du kannst beginnen, die Schatten deines Vögelchens noch mal mehr aufzuarbeiten. Da
dafür mehr Details. Ich arbeite jetzt wieder mit meinem kleinen Pinsel. Gebe jetzt meinem Schatten so ganz, mein Vögelchen ganz raffe Schatten. Über an den Stellen, wo es dunkel ist, wo kein Licht hinkommt, kommt ein bisschen Schwarz mit rein. Du kannst auch gerne mit Dunkelbraun arbeiten. Das hat bei mir zu wenig Kontrast, deswegen kommt bei mir jetzt noch ein bisschen Schwarz mit rein. Auf der Seite des Flügels sind oft größere Federn. Trage ein bisschen Schwarz aus und verblende das dann wieder mit einem feuchten Pinsel. Deute die aber auch nur so leicht an. Wo sind meine Federn? Die Federn haben ja meistens eigentlich nur eine Farbe. Dadurch, dass sie aber überlappen, entstehen dadurch Schatten. Und so kommen wir zu unserem Flügelchen. Dasselbe brauchen wir auch hier unten. Hier sind die dunkelsten Stellen. Hier muss wirklich Schatten rein. Ein schöner Verlauf rein. Unter dem Flügel. Die Stellen müssen auch dunkel werden. Und schon siehst du, unser Vogel bekommt eine Form. Jetzt arbeiten wir so ein bisschen von hell und dunkel. Heißt, Pinsel gut auswaschen. Ich mache noch ein paar Highlights rein. Dafür fange ich erstmal mit Weiß und ein bisschen von dem Umbra gebrannt an und setze so ein paar Highlights mit rein. Am Anfang deckt das Mischweiß noch nicht so gut. Macht ihr da keinen Kopf. Wir malen einfach ein paar Mal öfters drüber. Das ist aber auch ein wahnsinnig schöner Effekt, weil dadurch haben wir auch wieder eine Räumlichkeit drin. Mal deckt's, mal deckt's nicht. Wir spielen so ein bisschen mit dem Farbton. Und nur manche Stellen werden dadurch einfach deutlicher hervorgehoben. Da reflektiert es dann mehr. Da scheint dann quasi mehr Licht drauf. Hier hinten nochmal. Und es kriegt noch so ein bisschen was am Köpfchen. Überall, wo dir jetzt nicht gefällt, kannst du mit einem feuchten Pinsel auch deine Farbe immer wieder überblenden. Aber wirklich darauf achten, dass es nicht zu nass ist, dass es wirklich feucht ist. So, wenn dir eine Form nicht gefällt, kannst du natürlich sagen, der hat noch eine komische Form. Arbeite noch ein bisschen aus. Das Köpfchen ist ein bisschen größer, auch wenn da eigentlich so ein Rotkehlchen sehr kompakt ist, möchte ich aber meinen Kopf noch ein bisschen heller haben, ein bisschen mehr Rundung geben. Das geht hier auch im Nachhinein. Arbeite dann aber auch die Verläufe wieder aus. Mein Auge ist mittlerweile auch getrocknet, deswegen kriegt mein Auge jetzt noch mal mehr von diesem weißen Rand. Somit schaffen wir wieder mehr Kontraste, wir heben das noch mal mehr hervor und unser Vögelchen hat zum Schluss dann mehr dieses, oh wie süß, guck wie er guckt. Hier oben kommen auch noch ein paar Schatten rein, ein bisschen Highlights. Das geht wirklich nur mit so ein paar Strichen. Ein paar Striche bewegen da wirklich schon die Welt. Dass unser Auge jetzt auch noch dreidimensional ausschaut, brauchen wir Highlights. Hierfür vorsichtig arbeiten. Dreh deinen Pinsel immer, dass er wirklich spitz bleibt. Und wenn ihr kleckert, könnt ihr dann auch nochmal mit Schwarz drüber gehen. Das ist alles überhaupt gar kein Stress. Alles super. Easy, tiefenentspannt. Das ist das Schöne an Gouache. Ich feiere es immer wieder. Man kann so viel nochmal kaschieren, nochmal drüber malen. Nichts ist in Stein gemeißelt, was wir machen. Wenn dir die Striche jetzt nicht so gut gefallen, auch hier wieder Pinsel feucht machen, am Glas abstreifen. Wenn keine Tropfen mehr runtergehen, ist er schön feucht. Und dann kannst du das nochmal hübsch verblenden. Achte nur darauf, dass du nicht zu viel Farbe wegnimmst. Wir arbeiten ja heute auf einem dunklen Papier, sonst scheint das Dunkle wieder durch. So, oder? Das würde ich jetzt alles mal ein bisschen trocknen lassen. Und währenddessen, wenn das ein bisschen trocknet, unten noch ein bisschen den Ast andeuten. Du kannst dafür, damit es sich natürlich von deinem Vogel abhebt, auch ein bisschen Sienna Natur mit reinsetzen. Ich möchte aber heute, dass es eigentlich so Ton in Ton bleibt und mische mir mein helles Braun auf meiner Palette nochmal an. Dafür nehme ich ein bisschen Wasser und starte mit hell und setze wirklich klassisch so auslaufen. Deswegen die dunkelsten Stellen, da wo am meisten Schatten sind, ist um die
Krallen herum. Und folge am besten immer mit deinem Pinsel der Richtung des Verlaufes deines Baumes. Klingt komisch, aber durch diese Pinselstriche, die wir dadurch erzeugen, haben wir auch gleich die Struktur des Baumes wieder in unserer Illustration mit drin. Wir nutzen also die Art und Weise, wie die Farbe aufgetragen wird, gleich dafür, dass wir uns später Arbeit sparen. Der Baum hat so ein paar Unebenheiten, ein paar Äste. Am Anfang deckt es noch nicht gut, aber auch das nutzen wir wieder für uns. Und tragen da die Farbe so ein bisschen auf. Ich arbeite immer von oben nach unten. Dadurch, dass der Pinsel ja nur eine gewisse Anzahl von Pigmente in sich behält, nutze ich das auch gleich wieder. Und der Ast unten ist ja auch dunkler, weil da wieder kein Licht hinkommt. Und dasselbe lassen wir nach oben auslaufen. Achte nur darauf, dass du mit deinem Handgelenk jetzt nicht in die Farbe reinlangst. Oder du wartest ein bisschen, bis es getrocknet ist. Hier wieder die Zwischenräume. Dann hat der Baum vielleicht noch einen Ast. Und umso mehr Farbe du teilweise aufträgst, umso satter deckt es auf deinem Papier. Umso weniger kannst du es gleich eigentlich nutzen für Schatten. Wie hier oben noch. So, das lasse ich jetzt mal trocknen, bevor ich später noch Details mache. Und gebe jetzt meinem Vögelchen an der Brust. Das ist ein bisschen flach geworden, mein Vögelchen. Deswegen braucht er immer noch ein bisschen mehr Schatten. Dafür nehme ich jetzt auch ein bisschen Weiß, gehe in mein Orange rein und habe dann so ein helles Gelb-Orange. Sobald Weiß drin ist, deckt die Farbe auch nochmal einen Tick schöner und setzt dann hier nochmal ein paar Highlights drauf auf meine Brust. Achte auch hier wieder drauf, dass du der Form deines Vogels folgst, also wie die Federchen quasi auf der Brust sich bewegen. Sobald du das gut beachtest, wird dein Vögelchen auch realistischer und es wirkt zum Schluss wirklich, als hätte er so ein richtig flauschiger kleiner Piepmatz. Noch ein bisschen mehr Weiß rein. Die Stellen, die am meisten gewölbt sind im Vordergrund, dann hat die so eine wirklich dicke, aufgeplusterte, kleine, glückliche Brust. So, was jetzt noch auffällt, das Vögelchen hat hier oben ja ziemlich gleich von der Struktur her, von der Farbe her. Dadurch wirkt er an der Stelle nicht sonderlich rund. Dadurch gehe ich jetzt noch mal ein bisschen in das Braun rein. Vielleicht noch ein bisschen Weiß mit dazu. Und gebe ihm hier noch so eine Rundung. Dadurch passt er dann auch wieder später mehr zur Brust. Das ist mir ein bisschen zu wenig, deswegen packe ich da jetzt auch wirklich ein bisschen Schwarz noch mit drauf, damit es noch dunkler wird. Das ist aber alles Geschmackssache. Das kannst du so hell oder so dunkel machen, wie du möchtest, beziehungsweise pass es an das an, was du bisher schon gemalt hast. Auch hier ein bisschen mehr verblenden das Ganze. Und somit ist das Vögelchen erstmal schon perfekt. Was jetzt noch fehlt, ist ein bisschen Struktur hier unten in den Ast rein. Und auch das machen wir. Ich gehe wieder zurück zu meinem 1er Pinsel, gehe wieder zu meinem dunklen Braun, aktiviere das, mische das und mal da noch ein paar Strukturen rein. Schatten an den Stellen, wo die Krallen auch auf dem Ast aufsitzen. Achte darauf, dass sie immer ähnlich sind. Und mal dann einfach so lose, einfache Linien rein. Die wirken dann später, als wäre es ein Ast. Schau nicht zu nah auf dein Papier. Wenn dir es auch nicht gefällt,
Nimm es in die Hand, streck deine Arme aus und schau es dir nochmal an. Ganz oft tendieren wir beim Malen dazu, dass wir zu nah an unserem Objekt sind und uns die einzelnen Stiche nicht gefallen. Dabei schlägt dann ganz oft am nächsten Tag dieser Effekt zu, dass man es anschaut und sagt, ist ja doch nicht so schlecht geworden, ist voll schön geworden, was ich da gemacht habe. Wir sind ganz oft betriebsblind, schauen zu viel auf unser Motiv, bewerten zu stark die einzelnen Linien, die da sind. Das wollen wir gar nicht. Es reicht nämlich oft einfach nur eine Kleinigkeit zu machen, die große Wirkung hat, und unser Auge sagt uns dann, unser Gehirn sagt uns dann, ach ja, klar, schau, das ist ein Ast, der hat Strukturen, kenne ich. Tausendmal gesehen, da kann man auch mal so ein Astloch reinmalen. Sopp. Oder links und rechts die Marmorierung und die Strukturen des Astes nochmal hervorheben. Und umso dunkler du wirst, umso mehr verfließt es mit dem Hintergrund, was ich jetzt hier oben mache. Sopp. Somit sieht es mehr aus, als würde der wirklich so hervorkommen. Dasselbe brauchen wir jetzt auch hier bei unserem Ast. Da brauchen wir auch so ein bisschen Braun und Schwarz dran. Schwupp, schwupp. Und dieselben Schatten auch wieder an der zweiten Kralle verwenden. Und somit hebt sich unser Vogel schon sehr gut ab. Ihr könnt jetzt natürlich noch ganz lange euch in Details verlieben, versinken, nochmal eure Linien gerade ziehen. Aber im Großen und Ganzen kann man, glaube ich, das Vögelchen jetzt schon wunderbar erkennen. Schöne ist an Gouache, ihr könnt auch immer wieder so ein bisschen was nochmal verbessern, nochmal ergänzen, wo es euch noch nicht gefällt, ein bisschen ausbessern. Aber für heute lasse ich dieses Vögelchen genauso wie es ist. Ich hoffe, ihr könnt hier ein bisschen was lernen und freue mich, wenn du ein schönes Ergebnis hinbekommst. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und zusammen mit mir gemalt hast. Ich hoffe, du hast ein bisschen was mitnehmen können. Dein Vogel ist schön geworden. Wenn es dir bei mir gefällt, hinterlass doch gerne ein Like oder folge mir. Ich freue mich auch über Kommentare und Feedback, was ihr euch fürs nächste Mal wünscht. Oder shoppt euch mein Buch. Es gibt noch ganz viele. Oder folgt mir auf Miss Nice auf Instagram. Ich freue mich auf euch. Habt ein wunderschönes Wochenende. Bleibt kreativ.